ist denn hier los? Ist ja geil. Ja, ist Roman, unser heutiger Gast. Ich dachte, passend zum Film Whiplash, den wir heute besprechen, habe ich ihn mal eingeladen, weil Roman ist nämlich Hobby-Schlagzeuger und er zeigt uns heute mal, wie das so geht. Ja, finde ich eine gute Idee. Hätte ich nicht gedacht, dass du mitdenkst, Matti. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen leiser sein. Schließlich wollen wir nicht die Gäste hier vom Filmfest verscheuchen. Liebe Zuschauer, in unserem heutigen Filmtipp Whiplash geht es um den begnadeten Schlagzeuger Andrew, der in einer der renommiertesten Musikschulen der USA von seinem Lehrer Terence Fletcher entdeckt wird. I'm part of Schaefer's top jazz orchestra. It's the best music school in the country. The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. 5, 6, and. Were you rushing or were you dragging? I don't know. You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl. So how's it going with the studio band? Good. Yeah, I think he likes me more now. I push people beyond what's expected of them. Wir kommen jetzt zu einer kleinen Competition. Roman wird ein paar Beats auf seinem Schlagzeug vorspielen und ihr beide werdet versuchen, das so gut wie möglich nachzuspielen. Angst, Lennart? Träum weiter. Jawohl, Matti, versuch dein Bestes. Ich war mein Bestes. Viel Erfolg. Alles klar. Mann! Hat er das Ende versaut. Ja gut. Das war zwar nicht gut, aber nicht gut ist immer noch besser als Lenny, ne? Wow, Lenny, das hätte ich echt nicht erwartet von dir. Kinders, ich würde sagen, der hat die Hi-Hat nicht mal angehoben. Ja, was sagst du? Das stimmt allerdings. Also da würde ich eher sagen, das war eher ein Punkt für Mathis. Los geht's. Toi, toi, toi. Ende, es war so ein bisschen freie Improvisation, aber gut. So, Lenny, mal schauen, ob du es genauso gut kannst. Ich wünsche dir viel Glück, Lenny, weil das wirst du brauchen. Ja, finde ich auch. So, ich würde sagen, es ist eindeutig. Matti hat die kleine Challenge gewonnen. Ja! Matti ist der Sieger. Ja! Und du hast die Ehre, jetzt gleich mit mir ins Kino zu gehen. Wir gucken uns Miss Understood an. Oh, schön? Das freut mich sehr. So, und an dieser Stelle sagen wir danke, Roman, dass du bei uns warst. Vielleicht solltest du nochmal wieder kommen, den beiden ein bisschen Nachhilfe geben. Und ich glaube, das haben wir nötig, ja. Gut. Mach's gut. Danke. Ciao. Bis dann. Nochmal zurück zum Film Whiplash. Also, ich fand den echt super spannend. Kann ich euch also nur ans Herz legen. Mein Genre ist es jetzt nicht ganz, aber schauspielerisch haben mich J.K. Simmons und Miles Teller sowas von überzeugt. Ja, und ich darf die Punkte verteilen. Und ich gebe dem Film 4,75 von 5 Punkten. Man will sich ja noch was offen lassen, ne?